Der schlimmste Betrug, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Einer von euch hat mir einen Gaming-Laptop geschickt und diesen Brief hier. Wer von euch war das? Ich hätte überhaupt eine Rückfrage. Waren 100 Euro dabei und in dem Brief steht drin, dass er im Reparaturshop wegen dem Display war und hat den Laptop komplett kaputt, nicht funktionierend zurückbekommen. Sowas kann ja nur ein schlechter Scherz sein. Du gibst deinen Laptop zum Reparieren einem Shop, na gut, der war im 10. Bezirk, da kann ich mir schon denken, was das für ein Shop war, und bekommst den Ziegelstein zurück, na gut, ich hab's mir dann angeschaut, er war schon ziemlich verzweifelt laut dem Brief. Und nach guten 10 Minuten Troubleshooting gleich das Problem gefunden, und zwar ist es ein Tantal-Kondensator, der hier gleich neben der Powerbuchse ist. Und ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass der kaputt ging während dem Display-Tausch, da der irgendwie verpolt wurde oder was auch immer, ein Kurzschluss erzeugt wurde. Also so eine absolute Frechheit von so einem Reparaturshop, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, und da hat sich sogar der Geschäftsführer dazu gemeldet und hat gesagt, soll ihn wegschmeißen. Ich werde das jetzt tauschen, dann wird der Laptop vermutlich laufen, und wollt ihr das auch lernen, kommt zu uns in den Kurs, findet ihr in der Bio.